Unsere Veranstaltung Hypermill Day findet alle 2 Jahre statt. Es ist der Event außerhalb von unseren Messen im Vertriebsgebiet Deutschland. Warum ist diese Veranstaltung für uns wichtig? Als Softwarehersteller müssen wir immer engen Kontakt zu unseren Kunden halten. Wir möchten auf dieser Veranstaltung nicht nur unsere neuesten Produkte vorstellen, unsere Ideen präsentieren oder auch Änderungen innerhalb der Open-Mind-Strukturen verkünden. Wir wollen auch den Kontakt zu unseren Kunden halten. Wir möchten gerne Feedback haben. Wir möchten die Kunden mitnehmen auf die Hypermill-Reise in die Zukunft. Und das ist für uns ein wichtiges Anliegen für solche Veranstaltungen. Ja, mein Name ist Andreas Brandes, ich bin Leiter des Engineerings bei der Firma Outmaring und auch gleichzeitig Leiter des Werkzeugbaus der Firma Outmaring. Wir haben auf Hypermill gesetzt, weil es uns von befreundeten Unternehmen empfohlen wurde und haben seit 3 Jahren Hypermill erfolgreich im Einsatz und haben das auch noch nie bereut, dann diesen Schritt gegangen zu sein. Ja, also speziell von Interesse für uns ist das Elektrodenmodul, da sind wir schon sehr gespannt, das mal zu testen und mit unseren vorhandenen Prozessen zu vergleichen. Ich bin auf dem Hypermill Day gekommen, um neue Technologien zu lernen, die Software besser kennenzulernen und auch mich mit anderen Anwendern auszutauschen. Wir nutzen das 5-Achs-tangentiale Ebenenschlichten, hauptsächlich für tiefe Matrizen mit ebener Flächen ein. Die Zeitersparnis bei Matrizen beträgt ungefähr 63%. Wir haben eine Verkürzung von 57 Minuten auf knapp 25 Minuten erreicht. Beim Hypermill Day habe ich besonders interessant gefunden die virtuelle Maschine. Sie bringt Vorteile an der Maschine selber, den Mitarbeitern, um virtuell darzustellen, was das Programm wirklich macht. So, was gibt's noch Neues? Es gibt ja momentan so richtig zum Beispiel Deutschland sucht den Superfräser. Dieter Bohl, also ich finde das erstmal mega mäßig. Also so den Superfräser zu suchen, na, ist das hier genau das richtige Auditorium? Weißt du, ich sage jetzt einfach mal, Deutschland sucht den Superfräser und ihr rastet aus, ja? Also herzlich willkommen bei Deutschland sucht den Superfräser. Mein Name ist Michael Feitsch, arbeite bei Desklab AG in Tuttlingen, bin dort CAM-Programmierer/Gruppenmeister und arbeite seit 2012 mit OpenMind. Wir besuchen den Hypermill Day unter anderem, um uns mit anderen Anwendern auszutauschen, um Neuigkeiten über Hypermill und OpenMind zu erfahren und allgemein um die Nähe und den Kontakt zu pflegen. Also im Werkzeugbau setzen wir momentan testweise das Max Machining ein, hier jetzt im Speziellen das Helikale Bohre. Und wie wir im Vortrag vorher von meinem Chef gehört haben, sind wir da sehr überzeugt davon, weil wir mit Standardwerkzeugen tiefe und große Bohrungen eigentlich problemlos herstellen können. Wir brauchen keine teuren Vollbohrer, wir brauchen keine spezielle Maschine, weil wenn man Vollbohrer braucht, braucht man leistungsstarke Maschine. Das heißt, wir können eigentlich unseren Maschinenpark flexibel einsetzen. Also mein Name ist Wolfgang Stambecher, ich bin Geschäftsführer von der Firma Stambecher Werkzeugbau GmbH. Wir sitzen Hypermill ein seit 1996 und sind erfolgreicher Anwender in allen Bereichen, decken den gesamten Bereich ab, vom 2D- bis 5-Achs-Fräsen
Also der Hypermill Day ist für uns immer eine schöne Abwechslung im Jahr, um einfach mal zu checken, wo stehen wir momentan mit der aktuellen Abwendung. Wie weit sind die Neuentwicklungen? Müssen wir neu investieren? Setzen wir es wirklich innovativ ein oder haben wir auch Defizite? Wir haben hier die Ansprechpartner alle vor Ort. Also besonders interessant wäre für uns natürlich HyperMill Max Machining im Bereich des 5-Achs-Schrubbens und Schlichtens mit dem Tonnenfräser, was jetzt sich immer mehr etabliert und umworben wird in dem Bereich und auch immer mehr Anwendungen bereits funktionsfähiger Markt sind. Wir setzen uns momentan im 2- und 3D-Bereich ein, wo wir schon sehr gute Ergebnisse erzielt haben und hoffen jetzt eben auch, das dann im 5-Achs-Bereich umsetzen zu können.